Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Alle im Saal wissen eigentlich, was das Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, hier ist der stellvertretende auch der Bundesminister, da in den letzten Jahrzehnten und auch während der Pandemie insbesondere geleistet haben. Alle hier Sitzenden haben einmal geklatscht oder Danke gesagt. Die Kollegin Ribo hat auch heute wieder Danke gesagt. Aber warum sagen Sie nur Danke und klatschen und schützen diese Gruppen nicht? Warum schauen Sie nicht, dass diese arbeitenden Menschen, die Sie beklatschen, auch die Möglichkeit haben, so lange wie möglich gesund zu bleiben und eine Pension zu bekommen? Warum, liebe ÖVP, Kollegen von der ÖAB, warum schauen Sie zu, dass manche Gruppen der arbeitenden Menschen im Pflegebereich unfairerweise nicht die Zeitguthaben erhalten, die ihnen zustehen nach dem Schwerarbeitsgesetz und vertagen unsere Anträge? Warum? Und ich sage offen, die Antwort kenne ich und ich sage Ihnen auch weiter. Sie spielen alle auf Zeit. Sie spielen auf Zeit. Die ÖVP spielt auf Zeit, weil sie von einer Umfrage in die nächste geht. Und die Grünen spielen auf Zeit, weil sie irgendeinen Bundesminister suchen, der endlich das Pflegekonzept umsetzt. Und das sind aber bitte nicht die Signale und Hoffnungen, die jetzt die Menschen brauchen. Und Kollegin Ribo, Sie sagen Danke, ich bin dabei. Nur wie danken Sie heute mit diesem Antrag, mit diesem Krankenanstaltenarbeitszeitgesetz denjenigen Personen, die eigentlich vertraut haben, dass mit 30.06.2021 endlich die 48-Stunden-Arbeitswoche kommt? Danken Sie ihnen damit, dass Sie sagen, nun geht's weiter, bis 2025 sind die 55 Stunden erlaubt und bis 2028 sind die 52 Stunden erlaubt? Ist das Ihr Dank? Wir danken nicht so. Wir sind auch dagegen. Wir sehen sehr wohl ein, dass die Pandemie gewisse Notwendigkeiten vorsieht, aber nicht, dass es notwendig ist, dass grundsätzlich für 7 Jahre lang wiederum Menschen, die in den letzten Jahren schon ausgezehrt sind, weiterhin diese Arbeit leisten müssen. Und ich gebe den Regierungsparteien Bilder weiter. Ich spreche von Menschen, arbeitenden Menschen im Gesundheits- und Pflegebereich, Ärzten, Gesundheits- und Krankenpflegern, MCT-Personen, Hebammen und so weiter. Die sind erschöpft, emotionell, aber auch körperlich. Die haben teilweise, nach einer Studie, brauchen sie viel mehr Psychotherapien. Auch Covid-Folgen sind gegeben. Und im Endeffekt gibt man denen nur die Antwort, wir vertagen, wir schauen mal. Also das ist nicht die Antwort, die wir geben wollen. Wir wollen klare Signale geben und die letzten Anträge, vertagt wurde die Schwerarbeitspensionsregelung, vertagt wurde die 8-Stunden-Schwerarbeitsregelung, heute wiederum dieses Dankeschön, dass das länger wird und dauert, bis die Arbeitszeit verkürzt wird, das ist nicht die Antwort. Die brechen weg. Ich persönlich kann ich in einigen Gesprächen sagen, die Leute kündigen bereits, sie lassen sich versetzen. Und das ist nicht die Lösung, wie wir einen Pflegenotstand verhindern, sondern wie wir grundsätzlich auch noch Pflegenotstand produzieren. In dem Sinne, die Lösung ist, nicht diese Personen, die arbeiten und beklatscht werden, noch körperlich und emotionell auszubeuten. Die Lösung ist mehr Personal, die Lösung ist bessere Ausbildung und die Lösung ist im Endeffekt die Bekämpfung des Personalmangels im Gesundheitswesen. Darum bringe ich auch einen Entschließungsantrag meiner Fraktion vor. Entschließungsantrag der Abgeordneten Kucher, Magister Drobitz, Genossinnen und Genossen betreffend Bekämpfung des Personalmangels im Gesundheitswesen. Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher nachfolgenden Entschließungsantrag. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, umgehend ein Maßnahmenbündel bestehend aus Verbesserungen im Bereich der Ausbildung und im Bereich der Arbeitsbedingungen für das Gesundheitspersonal, insbesondere für Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal, zu erarbeiten und noch heuer zur Umsetzung zu bringen. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesminister, bitte hört uns an, seid auf unserer Seite. Wir schützen die Arbeitnehmerinnen. Und in dem Sinne, danke auch für die Aufmerksamkeit und kämpfen wir gemeinsam für diese Gruppe, die das benötigt.
Christian Drobitz von der SPÖ spricht sich gegen die Verlängerung der Regelung der Arbeitszeit für Spitalsärzte aus. So würde man keinen Personalmangel im Gesundheitswesen erfolgreich bekämpfen können, sagt er. Und der Rektor der Medizinischen Universität Graz, der ehemalige, ist am Wort, Josef Smolle, ÖVP.